Schwestern und Brüder, es ist ein schönes Wort, das uns die Tageslesung heute aus dem Propheten Sacharja schenkt, heute am Tag unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Nicht wenige glauben ja, dass man an diesem Tag einen neuen Kulturkampf ausrufen müsse. So ähnlich wie zu der Zeit, als dieses Fest entstanden ist und wo es seinen Ursprung hat. Als eine mühsam zusammengezimmerte katholische Liga in der Seeschlacht von Lepanto dem osmanischen Heer eine vernichtende Niederlage beibrachte, einem damals als unbesiegbar, einer unbesiegbar geltenden Flotte des Sultans. Natürlich gab es damals Großmachtfantasien, so ähnlich wie es sie heute gibt. Das Osmanische Reich griff nach Europa über und versuchte, ein Land nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen zu erobern, mit sehr zweifelhaften Methoden. Wenn man also die Botschaft dieses Tages liest und sagt, wir müssen uns abgrenzen, wir müssen die Islamisierung Europas verhindern, dann kann man das tun. Ich halte das für ziemlich dumm. Dieser Tag gibt genau das nicht her. Wollen wir in die Zeiten zurück, da die Päpste noch ihre Heere und Armeen aufstellten? Da die Diplomatie der Päpste darin bestand, die sogenannten katholischen Nationen, ich weiß nicht, ob es die jemals gab, aber sie nannten sich damals so, die Republiken, etwa Venedig oder die älteste Tochter der Kirche Frankreich, die sehr gute Geschäfte mit dem Sultan machten und sich kaum herbeiließen, einen Krieg gegen den Sultan zu führen. So viel zur Tragfähigkeit der Christlichkeit solcher Nationen. Es ist immer ums Geld gegangen und um den Handel, um die Geschäfte. Und der Glaube steht immer hinten an. Das soll wiederbelebt werden. Die große Gefahr besteht heute darin, dass wir dieses mächtige Dagegen bedienen. Es ist überhaupt nicht christlich. Wir müssen das Positive entdecken. Und hier hilft uns der Prophet Sacharja heute in der Tageslesung. Habt Vertrauen, mein Volk, du trägst den Namen Israel. Ja, ihr wurdet verkauft an die Völker, doch nicht zur Vernichtung. Ist das nicht eine Botschaft, die wir in Europa neu hören sollten? Nicht ein Dagegen, sondern die eigene Identität zu entdecken. Man müsste diese Lesung den Eliten Europas, ob in Brüssel oder in den Hauptstädten, in die Ohren schreien, unablässig. So eine Non-Stop-Geschichte müsste man daraus machen. Denn wir haben eine Vergesslichkeit in Europa, nicht nur eine Vergesslichkeit, sondern ein Dagegen. Die Abwendung von Gott auf breitester Ebene. Und das ist vollkommen egal, ob sich noch Parteien mit irgendeinem C darin führen oder nicht. Bis in die Kirchen hinein. Es ist, wie sehr unverdächtige, auch im linken Spektrum angesiedelte Theologen analysiert haben, schon seit vielen Jahren, eine Gottvergessenheit, eine Gotteskrise in Europa. Das ist unser Problem. Wir brauchen uns nicht, um das Dagegen zu bemühen, mit sehr zweifelhaften Allianzen. Wir müssen die eigene Identität wieder entdecken. Wir müssen selber, wir, jeder und jede von uns, das Vertrauen in Gott wiederfinden und so die eigene Identität stärken. Das ist alles genug. Dann brauchen wir keine Armeen, wir brauchen keinen vermeintlichen Heimatschuss oder sonst etwas. Die starke Identität und Selbstgewissheit der Christen, die nicht aus ihnen selber kommt, sondern nur von Gott her, wie es der Prophet Sacharja sagt, ist Kraft genug. Wir haben das gehört. Gott hat großes Leid über mich gebracht, sagt Jerusalem. Wir können das als Stimme der Kirche hören, in diesem ganzen Elend, in dem sie heute zumindest in Europa liegt. Denn ich musste sehen, dass meine Söhne und Töchter verschleppt wurden. Mit Freude habe ich sie großgezogen und muss sie jetzt ziehen lassen. Das ist eine Zeitanalyse, die sehr aktuell ist. Keiner juble, dass ich Witwe bin und von so vielen verlassen. Der Sünden meiner Kinder wegen bin ich vereinsamt, denn sie sind abgewichen vom Gesetz Gottes.
Aber das ist nicht das letzte Wort. Der Prophet fährt fort: Habt Vertrauen, meine Kinder. Schreit zu Gott, denn er, der es verhängt hat, wird wieder an euch denken.